So, da sind wir bei Silent Hill Downpour. Ich habe den Kollegen, den wir am Ende getroffen haben, beim letzten Mal abgeschüttelt, habe mir die Feuerwehraxt geholt aus dem großen Raum da vorne, aus diesem großen Zelle oder was auch immer das war. Partyraum für Gefangene höchstwahrscheinlich. Wir brauchen einen Code. Einen Code für diese Tür nämlich, um genau zu sein. Wir haben ja 2235 haben wir bisher, die Ziffern. Ich muss aber nochmal rein, weil scheinbar fehlt da noch eine oder zwei mindestens. Das heißt, wir gucken uns hier jetzt noch ein bisschen um erstmal. Jetzt muss ich mal schauen. Also ich muss auf die Spuren achten, definitiv. So viel steht fest. Hier ist doch irgendeiner. What the fuck? Hast du gerade gekackt? Oh Gott, warum geht die Maschine wieder an? Ich habe das blöde Gefühl, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedes Mal, wenn so eine Maschine angeht, kommt ein Gegner. Kann das sein? Die werden aufgescheucht von den... Ja, da ist einer. Da ist einer. Die werden aufgescheucht von diesem Geräusch einfach. Das heißt, ich sollte... Oh! Hello, my friend! Oh, komm! Oh, voll der cheape Kerl, Mann. Muss mal ganz kurz in die Statistik reinschauen. 80%, kein Problem. Okay, Sprungangriff ist blöd für dich. Aber da kann ich dich gut danach treffen. Oh ja, das war... In your face! Das war nice. Genau so muss es sein. Alles klar. Ich muss mich hier mal bei den Maschinen noch ein bisschen genauer umschauen. Also hier zum Beispiel sind wieder ganz, ganz viele Fußabdrücke an einer Stelle. Das heißt, er hat hier irgendwas gemacht. Also ich weiß nicht, muss ich die aktivieren, um es zu sehen? Ich hoffe es einfach mal nicht, aber... Guck mal, da dreht's. Oh Gott, ich habe immer das blöde Gefühl, dass irgendeiner hinter mir steht. Au! Da ist eine 4 drauf. 2, 2, 3, 4, 5, kann das sein? Die 5 war nämlich die letzte Zahl da hinten. Okay, dieses Ding macht aber auch keinen Sinn. Habe ich die beim letzten Mal nicht angemacht? Ich weiß, dass ich definitiv davor stand, aber dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, das Ding anzumachen, ist auch genial. Naja, okay. 2, 2, 3, 4, 5, das versuche ich jetzt mal, in der Hoffnung, dass aber jetzt kein Gegner aufgescheucht wurde von diesem Ding. Naja, aber es hat auch keinen Alarm gegeben. 2, 2, 3, 4, 5. Oh yes, das ist der Code. Okay, das ging jetzt doch schneller, als ich dachte. Damn, you need the code. What? Oh, Murphy. Dieses ganze Gefängniszeug schadet dir ein bisschen. Wir haben gerade eben den Code eingegeben. Du bist schon durch die Tür durch. Du brauchst keinen Code mehr. Du brauchst keinen Code mehr. Oh, oh. What the fuck? Wo kam das her? Okay. Ich, oh, da. Lüftungsgitter. Kann ich da raus? Oh fuck, der Raum füllt sich voll mit Wasser. Kann ich da hoch? Ich muss da, glaube ich, raus. Okay, hoch, Mann. Ja. Ja? Ich habe keinen Schlüssel oder... Oh, vielleicht mit der Münze aufdrehen? Ja, Mann, könnte nützlich sein. Die ist verdammt nochmal nützlich, weil die uns den Arsch rettet. Holy shit, Mann, dreh schneller, komm schon. Oh, fuck. Murphy, rein da. God damn it, kriech. Kriech um dein Leben. Da vorne sind Kekse. Schneller. Du liebst Kekse, ich weiß es. Komm schon. Oh mein Gott. Holy crap. Okay. War das jetzt so gut? Okay, ja, es war gewollt. Oh, wie der Beef losgeht, Mann. Wie, oh, guck dir den Beef an. Hey, nicht mich, Mann. Was mache ich hier? Bin mitten im Speisesaal gelandet. Was man voll nicht sagt. What the shit? Hey, Bro. Okay. Verstrahlt, Mann. Ich sehe doch da hinten schon wieder irgendeinen, der was von mir will. Oh Gott, da stehen auch welche. Oh Gott, da steht ein verdammter Haufen an Gegnern. Ich gehe mal da lang.
Ein Messer. Okay, der eine hat mich gesehen. Ah, solange es nur einer ist, ist es noch okay. Oh Mist, der zweite kommt auch schon. Ich sollte mich nicht ins Eck drängen lassen von diesen Freaks. Definitiv nicht ins Eck. Ha, ihr Trottel, der kommt nicht um den Tisch rum. Oh Gott, der dritte kommt auch noch. Komm schon, komm schon. Hehe. Oh, oh, oh Gott, da ist der Chief. Oh. 45%. Okay, 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 ich muss hier weg. Ich will eigentlich gar nicht gegen die kämpfen. Oh Mist, ich heile mich mal ganz kurz. Oh Mann! Also diese großen Typen sind echt gefährlich. Oh mein Gott, oh Gott, die kriegen mich voll ran, wenn ich hier stehen bleibe. Das ist nicht gut, das ist absolut nicht gut. In your face! Das ist jetzt zwar blöd, Schrotflintenmunition zu vergeuden, aber besser als drauf zu gehen. Ah, crap. Genau bei dir brauche ich sie. Oh, du bist so nah dran, ich kann dich nicht treffen. Heil dich doch! Ah, fuck, okay, das war zu langsam. Da hatte ich keine Chance mehr, mich zu heilen. Da haben sie mich voll ins Eck gedrängt. Ich muss versuchen, die nach und nach auszuschalten. Also wenn drei auf einmal auf mich losgehen, habe ich keine Chance, ganz einfach. Das ist genau wie das, wo wir in diese Halle reinkommen sind, wo dieser fette Kollege seine zwei Kollegen an der Leine hatte, was eigentlich im Prinzip schon ein extrem Stranger-Fetisch ist, meiner Meinung nach. Aber hey, wenn sie drauf stehen, von mir aus. Wenn sie dann hinten noch mit dem Besen steht, poke die ganze Zeit. Auf jeden Fall, das war auch so eine Situation, da konnte ich gar nicht raus. Da hatten wir auch drei uns gegenüberstehen. Jedoch war da der Vorteil... Alter, komm schon! Ich spawn grad und du springst mir in den Rücken. Du bist ein mieser Pisser. Ein extrem mieser Pisser, wenn ich das mal so sagen darf. Oh Mann. Ja. Ja klar, klar, hey. Schlag auf mich ein, wenn ich am Boden liege. Es ist kein Problem. Es ist ein Scheißproblem, Mann. Oh Gott. Oh, Alter! Und jetzt bleibst du am Tisch hängen. Oh, Murphy. Murphy, so eine Scheiße darf uns nicht passieren, wenn hier zwei Gegner uns gegenüberstehen. Darfst du nicht an Tischen hängen bleiben. 35%. Ja, definitiv ein Medikit reinhauen. Und jetzt komm her. Jetzt komm her. Ja, komm. Hey, wir sind trotzdem noch jedes Mal einen Schlag ansetzen können. Oh, oh. Hallo. Oh, Gott. Ey, Dick, das kannst du nicht blocken. Das kannst du... Und der steht wieder auf. Aber er liegt, er liegt, er liegt. Der eine liegt definitiv. Der andere liegt... Oh. Okay, der ist down. Zwei Medikits hab ich noch. 28 Pro. Oh Gott. Und keinerlei Munition, habe ich recht. Ne, Pistolenmunition, aber die ist mir kaputt gegangen. Okay. Wir leben. Wir leben. Alles gut, wir sind noch am Leben. Es ist alles, was zählt gerade. Ich gucke mich aber jetzt in diesen... Jetzt, da ich ja im Prinzip alle Zeit der Welt habe, wenn diese Freaks nicht hinter mir rumlungern... Oh, Mann. Habe ich ja doch relativ gut Zeit, mich hier mal in den Zellen so lang... Habe ich da vorne gerade irgendjemand gehen sehen? Ich meinte, ich habe einen Schatten vorbeilaufen sehen. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Ich hoffe einfach mal, dass ich Unrecht habe. Selten, dass ich bei einem Spiel so oft hoffe, dass ich Unrecht habe. Meistens hoffe ich, dass ich Recht habe, wenn es um Rätsel oder sowas geht. Aber das hier... Oh mein Gott, okay. Bist du eigentlich komplett da? Oh nein! Du bist ja noch am Rumleichen hier. So, es tut voll weh! Ich weiß. Ich habe dir mit der Schrotflinte ins Gesicht geschossen. Es war meine Intention, dir weh zu tun. Glaub mir, wenn ich... Ich könnte, würde ich dir dein Gesicht zermatschen. Komplett. Komplett. Bis nur noch Knochenstücke zwischen meinen Fingern sind. Oder an der Axt, je nachdem. Ja, es klingt vielleicht brutal. Es ist es auch. Und es soll es auch sein. Weil nur so lernen sie es. Es wird zwar kein nächstes Mal geben, für das sie lernen könnten. Aber wenigstens sollen sie noch leiden, wenn sie so eine Scheiße mit mir anstellen. Okay, also hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier, wie es aussieht, auch nicht. Dann sollte ich mal da vorne hingehen.
Liegt aber auch nichts rum. Kein Medikit, keine Munition. Also ich habe jetzt Pistolenmunition, aber keine Pistole. Ich habe eine Schrotflinte und keine Munition. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Ein bisschen, aber nur... Aber wie schon ein paar von euch so schön sagten, ich bin ja mittlerweile in dem Spiel schon mit meiner Feuerwehraxt verwachsen. Von dem her, ja, ist es richtig. Zugangskarte? Oh ja. Yeah. Das hat funktioniert. Cool. Jetzt die Treppen hoch. Geht's auch die Treppe oder da drüben ist, glaube ich, zu. Oh ne, da ist gar nicht zu. Gelogen, da ist nicht zu. Das klingt nicht gesund. Das klingt nicht gesund. Das klingt wie, als wenn ich gleich von einer Masse an Treppen begraben werde. So, nein! Die Treppen, sie kommen! Das wäre blöd. Das wäre wirklich blöd. Also ich glaube, so eine komplette Metallstufe im Gesicht. Das wird nicht eines meiner Hobbys. Schätze ich jetzt aber. Ich habe es noch nicht probiert, Metallstufen mit meinem Gesicht zu fangen, aber das klappt dann mit Aschenbechern schon nicht so gut. Leute, lasst euch gesagt sein, man kann Aschenbecher nicht mit den Zähnen fangen. Nee, ernsthaft, das geht nicht. Oh yes. Flintenmunition. Sehr gut, wenn ich eine Flinte habe, dann nimmt er nur die Munition gleich. Ach, das ist schön. Das ist gut, dann muss ich nicht die Flinte wechseln, sondern nimmt einfach die Munition aus der Flinte raus. Ach, danke Murphy, dass du mitdenkst. Danke, es ist ein Golfschläger. Golfschläger ist auch nicht schlecht, weil Golfschläger hat eine recht extrem große Reichweite. Aber von der Kraft ist halt die Axt doch noch, also doch ein bisschen mehr dahinter. Ich frage mich halt auch, warum er nicht mal mit der Spitze, mit der anderen Seite einfach mal zuschlägt und ihn dann, keine Ahnung, so einen halben Kopf wegreißt. Das wäre... extrem blutig und verdammt cool. Ich würde es sehr befürworten. Was haben wir denn hier gefunden? Sir. Oh Gott. Blöde Zoom. Sir, wie Sie wissen, bin ich schon seit beinahe 20 Jahren Justizvollzugsbeamter im Royal State Prison. Während meiner Amtszeit war ich Zeuge einigen fragwürdigen Verhaltens meiner Kollegen, aber nie zu dem Ausmaß, das ich in den letzten 6 Monaten beobachten musste. Insbesondere das extreme Fehlverhalten des Justizvollzugsbeamten George Sewell erfordert ein sofortiges Einschreiten. Ach, Sewell wieder mal, ne? Wärter Sewell ist eine Reihe verwerflicher Aktivitäten wie Drogenschmuggel, Erpressung und Gewalt gegen Häftlinge involviert. Als langjähriges Mitglied der Wachbelegschaft weigere ich mich, diese Verstöße zu ignorieren. Bitte sehen Sie diesen Brief als offizielle Anfrage für eine interne Untersuchung gegen Wärter Sewell und andere Wachen, die ihn möglicherweise bei diesen illegalen Handlungen unterstützen. Ich bin bereit, meine Zeugenaussage schriftlich und oder persönlich für den Untersuchungsausschuss zur Verfügung zu stellen. Hochachtungsvoll, Frank Coleridge. Oh, Frank. Frank, Frank, Frank. Das ist der Kollege, der immer versucht hat, uns zu helfen, im Prinzip, der uns da raus haben wollte, der uns auch den Job in der Werkstatt holen wollte, wo wir beim letzten Mal die Nachricht an diesem Zettel gelesen haben. Oh, hier liegt noch was rum. Silent Hill, Mittwoch, Overlook Penitentiary, exekutiert Unschuldigen. Interne Untersuchung gestartet, Intervention des Bundes erwartet. Exekutiert Unschuldigen. Aha. Läuft die Musik irgendwo? Oh, oh Gott, Leute, ich scheiß mir die Hosen, ich will nicht tanzen. Ich glaube, mit vollgeschissenen Hosen lässt sich nicht so gut tanzen. Das glaube ich jetzt einfach mal. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Kurz mal auf die Karte schauen. In welchem Bereich befinde ich mich? Müsste da irgendwo Werkstätten hier links sein? Tagungsraum? Okay, ich bin momentan nicht mehr auf der Karte zu sehen. Ich habe auch keine Karte von einem anderen Stockwerk. Habe ich ja nur gesehen. Ich gehe mal ganz kurz hier runter, wo keine Musik läuft. Diese Musik ist echt extrem creepy, muss ich sagen. Obwohl es echt nur normale Country-Musik ist oder so, aber in dieser Situation ist es voll nicht gut, dass hier sowas läuft. Country-Musik ist einfach der Horror für mich. Oh, haha! Ja, diesmal nicht, Junge. What the fuck? Was war das gerade für ein Schrei? Oder keine Ahnung, wer hat sich da gerade geräuspert?
in die Klöten. Hast du verdient. Hast du verdient nach dem Anschlag. Oh, ich will nur 49. Das gibt es doch nicht. Die hauen so unglaublich rein, wenn die mal treffen. Das ist der Wahnsinn. Okay, hier haben wir irgendwie nicht viel rumliegen. Was ist denn dahinter oder da drinnen? Gute Frage. Kann ich nicht wirklich erkennen wegen dem Glas. Okay, bin ich jetzt eigentlich wieder unten? Oh, ich bin in den Duschen. Alles klar, ich bin in den Duschen hier gelandet. Aber dann will ich nochmal ganz kurz den Raum hoch, weil es scheint mir, als wenn es hier weitergehen würde. Dann gehe ich nochmal in den creepy Raum mit der Country-Musik. Oh Gott, ich lasse es über mich ergehen. Ist unglaublich. Freiwillig. Okay, das war's mit der Musik, ja? Hier liegt auch nichts mehr für mich rum. Scheint mir nicht so wirklich. Was ist hier unten denn? Ha! Und nichts. Das ist nicht wirklich viel. Das ist nicht wirklich viel, was hier unten liegt. Ha, 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 ha. Flintenmunition. Gut, dass ich nochmal hergekommen bin. Die kann ich gebrauchen. Wie jegliche andere Munition, die ich hier finden sollte. Bei waffenmäßig gibt es, denke ich mal, einfach nur die Flinte und die Pistole, was ja auch vollkommen ausreichend ist in dem Spiel. Ich meine, ich will ja nicht mit einem fetten MG rumlaufen bei Silent Hill. Das würde einfach nicht passen zu dem Spiel. Das ist... Nee. Absolut nicht. Würde ich auch nicht benutzen, ganz ehrlich, weil das fände ich doof. Was zum Teufel? Hör auf damit. Hm? Ah, Stein. Nein, ich möchte auch keinen Stein. Danke, ich bin sehr glücklich mit meiner Axt. Da es mir auch nicht aussieht wie ein Schleifstein, kannst du deinen Backstein behalten. Und hier scheint es mit in die Duschen reinzugehen. Oh ja. Das ist eine richtige Duschhalle, Mann. Das ist ja gar kein Duschraum mehr. Da kannst du ja richtig Duschpartys drin feiern. 200 Leute. Auf einem Floor. In dem Fall. Okay, Duschen. Ich werde, das ist eine Verbindung zu Napier, den wir am Anfang in den Duschen genutzt haben. Na gut, okay. Leute, ich mache hier einen kleinen Cut rein. Schauen uns die Duschen beim nächsten Mal ein bisschen genauer an, weil ich wirklich gespannt bin, was wir hier so finden oder was hier so für komische Leute rumcreepen, wo wir von hinten in den Rücken springen und... Ach, ihr kennt die Geschichten mit Ebola mittlerweile, von dem her. Schauen wir, wie es weitergeht. Bis dahin. Haut rein.